Willkommen zurück, meine edlen Untertanen. Zurück zu Die Siedler 3. Wir haben einen Überfall geplant von schrecklicher Durchschlagskraft und mit dem werden wir nun beginnen. Wir sind bereit, an mehreren Stationen anzugreifen und die Römer unter Druck zu setzen und das wird nun passieren. Dieser Überfall wurde lange vorbereitet. Und nun beginnen wir. Wir sehen, mehrere Armeen stehen bereit. Mehrere Armeen stehen bereit, um den Wünschen ihres Pharaos Folge zu leisten. Ein erster gelungener Überfall? Noch sehe ich keine militärische Reaktion unserer Feinde. Wir sollten uns nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Wo? Ah, sie haben unsere... Ah. Sie haben unsere Agenten enttarnt. Nun. Das ist noch ägyptisch, sehr gut. Ah, es wird schwierig, dieses Machtzentrum, dieses Gefüge hier zu überfallen wird. Hoppa, was ist das denn? Ah, sieh. Sieh an, wir könnten hier die beiden Lager voneinander trennen. Wir könnten sie voneinander trennen. Ein weiser Angriff. Hier, diesen Bereich abzuspalten von dem Hauptbereich. Hört auf. Nein. Nein, stopp. Stopp die Autorekrutierung. Sehr gut. Und holt euch die restlichen Soldaten. Ah, schade. Wieso? Wieso erfahren wir hier keinerlei Gegenwehr? Das ist doch eigenartig. Dabei kennen wir doch die große Macht der Römer. Wir kennen ihre militärische Stärke. Hier ist etwas extrem faul und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Werden weitere Wohnungen gebaut. Ja. Ja, sie werden gebaut. Und ihr werdet nicht damit aufhören. Ah ja, da sehen wir doch. Da sehen wir doch. Eine erste römische Armee in Bewegung. Also gut. Also gut. Na, sieh an, eine Reaktion des Feindes. Er findet keine Arbeit mehr. Darum kümmere ich mich später. Ah. Aber kommt eine umfassende Reaktion der Römer? Das ist die Frage. Sollen wir unsere Armee dort reinschicken? Nein, nein, was macht ihr denn?
Dass auf diesen Überfall hier keinerlei Reaktion der Römer folgt, ist ein wenig irritierend. Sie greifen nicht mal den Wachturm hier an. Kann man das als normal betiteln? Sollen wir unsere Armee reinschicken? Sie versuchen, vereinzelt Soldaten über die von uns geschaffene Grenze zu senden, aber was ist der Plan dahinter? Ah. Da habe ich mir doch glatt etwas Tee auf mein pharaonisches Gewand geträufelt. Irgendwas ist hier faul. Seht's euch an. Beginnen wir den Einfall. Während wir hier versuchen, die vereinzelten Soldaten niederzuringen. Sie zerstören sich dadurch viele Teile ihrer Armee. Und man muss sagen, sie machen das extrem unüberlegt. Zieht eure Soldaten zurück. Sie haben die Straßen gefüllt mit reichlich Soldaten. Sagte ich nicht Rückzug? Hatte ich nicht einen klaren Befehl erteilt? Wir können die Festung kaum erreichen. Unsere Bogenschützen versuchen, die Soldaten zu reduzieren, und es funktioniert. Es funktioniert grundsätzlich. Ihre Einheiten schrumpfen, aber wir werden nicht mehr viele Nahkämpfer am Ende übrig haben. Das ist das Problem. Schickt weitere Einheiten. Wo ist hier das Problem? Wir haben Steine. Aber wir sehen, wie diese am Anfang sehr geordnete und sehr enge Armee sich Stück für Stück beginnt aufzulösen. Wir verbuchen reichlich Erfolge. Ob das am Ende reicht, ist eine andere Frage. Aber die römischen Soldatenverbände lösen sich in unfassbarer Geschwindigkeit Stück für Stück auf. Wird Zeit, eines ihrer Lager weiter zu reduzieren. Es ist gut, dass keine Kohle und kein Eisen mehr von diesen Landen hier kommt. Dennoch ist es ein Militärstützpunkt. Seht euch das an. Spannende Kämpfe. Aber die Hauptarmee ist nicht reduziert, sie ist vernichtet. Sie ist definitiv vernichtet. Und hier wissen die Römer nicht so recht, wie sie reagieren sollen auf die ersten großen Übernahmen unserer Soldaten. Und auch diesen Wachturm nehmen sie nicht mehr ein. Sie halten es nicht für notwendig. Eine Arroganz, die sie sich meiner Meinung nach nicht leisten können.
eine Spitzhacke. Erneut gelingt uns kein Durchkommen. Nun kommt ein Gegenangriff. Interessant. Interessantes Vorgehen unserer Feinde. Nun wäre die Bahn frei, aber nun sind natürlich auch unsere Soldaten fort. Eine Krux. Versuchen wir, die Meerenge sofort weiter in unserem Besitz zu nehmen. Ah ja. Hier kommt eine Armee. Eine Armee, die sich letztlich doch nicht für einen Angriff entscheidet? Hier zwei Bogenschützen rein. Sichert die Meerenge, sichert die Meerenge. Sehr gut, hier bräuchten wir nun eigentlich ein Lazarett für unsere angeschlagenen Einheiten. Aber die Erfolge sind nicht zu übersehen. Sie sind nicht zu übersehen und das ist gut. Wie gehen wir mit diesen anfänglichen Erfolgen um? Auch hier bräuchte ich einen Spion? Naja, nein. Er würde uns nicht viel helfen. Hier oben den Druck weiter zu erhöhen, ich weiß nicht. Zwei Gebäude nebeneinander und wir haben die Macht des Feindes gesehen. Dort hinten ist leider eine Kaserne. Dort werden Soldaten ausgebildet, aber ihnen fehlt Bauplatz und Baumaterial. Ah, interessant. Ein Übergriff auf unseren äußersten Außenposten. Verzweiflung oder kalkulierte Strategie? Ich bin gespannt, wie die Römer mit ihren Verlusten umgehen. Schließlich können wir es uns gut leisten, einige Soldaten zu verlieren. Aber die Römer? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ihr bringt einige Diamanten auf die neue Insel. Um dich wollte ich mich kümmern, ja. Gute Arbeit, äußerst gute Arbeit. Sie können nicht mal... Wir sind nicht mehr zu verscheuchen von dieser Insel. Wir sind absolut nicht mehr zu verscheuchen. Prinzipiell kann ich sagen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir die Römer endgültig aufgerieben haben. Aber bis dahin werden sie einen gnadenlosen Widerstand leisten. Was ich nur befürworten kann. Ich möchte nicht andeuten, dass ich mich dieser Herausforderung nicht mit aller Inbrunst stellen werde. Wir haben viel Bauplatz. Genügend Bauplatz für weitere Siedler, für riesige Armeen. Was haben die Römer? Solange sie keine weiteren Eroberungsversuche starten, haben sie gar nichts. Solange sie keine weiteren Eroberungsversuche starten, haben sie nichts. Sie belagern hier einen Außenturm.
Aber der bringt ihnen nicht genug Land. Ich will diese Armee hier ungern unnötig in den Tod schicken. Es wird Zeit, die Defensive ein wenig zu verringern. Ich denke nicht, dass es notwendig ist, bis ins hinterste Eck. Hier zum Beispiel. Soldaten zu formieren. Hier möchte ich die Festung möchte ich aufrechterhalten. Das ist mir ein Anliegen. Aber der Rest. Und schon sammeln sich wieder Soldaten. Gerade eben noch große Verluste erlitten, nun schon wieder kompensiert. Und ich weiß ja nicht, was die Römer zur Verstärkung ihrer Soldaten machen, aber mittlerweile sind wir bei 112% und fördern weitere Juwelen und Gold. Auch wenn mich Gold nicht so sehr interessiert. Gold ist was für Kleingeister. Oh. Mehr Wasser, als die kleinen Schweinchen trinken können, was? Eine weitere Armee ist im Prinzip bereit. Prinzipiell könnten wir schon wieder mit 100 Soldaten angreifen. Diese Festung ist das Herzstück der römischen Armee. Diese Festung einzunehmen bedeutet im Prinzip alles. Alles andere sind taktische Angriffe, taktische Einnahmen, aber diese Festung bedeutet viel. Na los. Nein, 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 haltet ein. Ich wollte nur sehen, was hier gebaut. Eine weitere Mine? Sehe ich das richtig? Ja. Ja, sie versuchen noch etwas aus ihren Ländern rauszuholen.